Wir outen uns heute. Die Frage nach dem, sind wir ein Paar, könnt ihr jetzt selbst beantworten. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want. Hallo Fans. So, heute hier bin ich. Ja. Hier sind wir beide da. Sind wir beide da. Heute kommt nämlich ein lang ersehntes Video. Echt? Ich glaube so. Na gut, okay. Doch, ich glaube schon, dass auf dieses Video einige warten oder sich erhoffen oder weil die Fragen haben sich in der letzten Zeit sehr gehäuft. Echt? Hast du das nicht gelesen? Doch, habe ich schon gelesen. Na ja, siehst du. Doch, habe ich schon gelesen. Hast du gelesen? Ja. Seid ihr ein Paar? Seid ihr zusammen? Wie lange kennt ihr euch? Wo habt ihr euch kennengelernt? Aber die meiste Frage war wirklich in letzter Zeit, seid ihr ein Paar? Ja, oder die doofe Frage, seid ihr Lesben? Nein, seid ihr Lesben. Diese Beschreibung mögen wir überhaupt nicht, weil die klingt abwertend, oder? Richtig, richtig. Das mögen wir nicht. Das klingt so negativ, so wie ihr schämt euch oder ja. So. Ja. Aber wir schämen uns nicht. Wir schämen uns nicht und ja, wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar. Genau. Wir outen uns jetzt ja. Im Internet. Ja. Öffentlich. Wir sind ein Paar und wir sind sehr glücklich und sehr zufrieden und sehr, was denn noch? Na, verliebt. Ach, bist du noch verliebt in mich? Natürlich. Ja, ich schaue in dich auch. Sieh nun wieder. Das kribbelt ja in ihren Gehirnzellen. Sieh nun wieder. Ja, wir sind schon länger ein Paar. Wir sind... Kennengelernt haben wir uns im Internet, ja. In einem Chat. In einem Raum, der nur für Frauen war. Da durften auch nur Frauen rein. Oh, die Männer haben wir rausgeschmissen. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Haben erst eine Weile miteinander geschrieben. Dann hat Ille mich mal besucht. Irgendwie lebte noch zu der Zeit in Nähe von Hannover. Genau. Und dann habe ich sie da besucht. Ja. Aber nicht nur einmal. Nee. Mehrmals. Mehrmals. Und das war 2010, war ich das erste Mal bei dir, ne? Ja. 2010, ja. Im Oktober. Ja. 2010, kurz vor meinem Geburtstag. Ja. Ende Oktober, kurz vor meinem Geburtstag, war ich das erste Mal bei dir. Ja. Und dann nochmal zu Silvester. Ja. Genau. Und 2011, im September, bist du dann hierher gezogen. Genau. Genau, mein Sohn ist mich da gerade ausgezogen. Und dann ist die Omi zu mir gezogen. Ja, und seitdem leben wir zusammen und es harmoniert wunderbar. Und jeder, der von euch nicht blind war, blind ist, der hat das schon längst mitbekommen, dass wir ein Paar sind. Ja, so wie wir miteinander umgehen und so. Da muss wirklich Scheuklappen aufgehabt haben. Ich meine, es gibt wirklich Freundschaften unter Frauen, aber ich glaube, so herzlich, wie wir miteinander umgehen und... Da hätte man eigentlich gleich drauf kommen können. Ja. Aber und ich finde das auch nichts Abwertendes. Ich meine, wo steht geschrieben, wer mich lieben darf? Eben steht noch so. Also, nö. Ne? Es gibt Frauen und Frauen, die sich lieben, Männer und Männer, die sich lieben. Mann und Frau, die sich lieben, das ist, wer sagt, was ist hier normal, ne? Also, für mich ist alles normal. Jeder darf lieben, wen er will. Und, ich persönlich habe da überhaupt keine Probleme mit. Gar nicht. Also, im Gegenteil, ich schmunzel mal, wenn ich andere Paare sehe. Oder andere Paare, wenn die uns sehen, die wissen auch sofort Bescheid. Ja. Also ich glaube, so unter Homosexuellen, da sieht man gegenseitig. Also, und wisst ihr, was ich meine? Ja, und wenn wir im Urlaub waren oder so, ne? Also das ist, und wir haben auch noch nie irgendwo
negative Erfahrungen machen müssen oder sind blöd angemacht worden. Ja, oder? Das macht natürlich auch die große Stadt Berlin aus. Ne? Ja. Berlin, genau. Ist ja Multikulti. Ich sag mal, Hannover wird sicherlich auch schon viel offener sein, aber ich denke mal, da ist Berlin eben halt, weil Berlin halt offen ist, ne? Jeder da ist. Ja. Deswegen, also, wir sind, ja, wie sagt man, mein Sohn hat damit überhaupt keine Probleme damals. Am ersten Moment schon, ja. Aber der hat dann gesagt, Mama, wenn du glücklich bist, dann mach das. Ja. Mein Sohn auch, also. Ich hatte Beziehungen mit Männern, aber die waren alle nicht. Das war nichts. Ich hatte auch vorher irgendwie auch andere Frauen schon, ne? Also sexuelle Erfahrungen mit anderen Frauen. Aber irgendwie ist halt die Frau, um die ich auch gekämpft habe. Oh ja. Ja. Um die ich gekämpft habe. Ja, und der Kampf hat sich gelohnt. Also Leute, wenn jemand verliebt ist und unbedingt den Partner haben möchte, kämpfen lohnt sich manchmal wirklich. Also bei mir hat sich das gelohnt, ich habe wirklich gekämpft. Ja, du hast gekämpft. Ja, doch, habe ich gemacht. Ja. 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 Und dann ist die irgendwie dann eingezogen. Ja. Hat dein Leben ein bisschen umgekrempelt. Was sagt Ille? So viel, wie sie mit mir gelacht hat, hat sie in ihrem ganzen Leben vorher nicht gelacht. Nee, weil wir harmonieren auch miteinander. Wir verstehen uns ohne Worte und also, das ist wirklich, also klar gibt es bei uns auch Kabbeleien, das gibt es in jeder Beziehung. Aber das ist dann, wird gekabbelt und dann wird man ein bisschen, aber... Wie hat man früher gesagt, ein bisschen mucksch gewesen, ist man ein bisschen mucksch gewesen und dann war es dann aber wieder gut. Ja, ne? Ja. Also wieder gut. Ja. Ja. Weil wir verstehen uns, wirklich, das harmoniert wunderbar. Was Besseres hätte mir in meinem Leben nicht passieren können. Also das ist wirklich, nach meinem Enkel, also mit Omi war zuerst da, aber Omi und mein Enkel ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, mein Sohn auch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also das ist, ich kann mir auch ein Leben ohne Omi nicht mehr vorstellen. Und ich habe auch so richtig Verlustängste, ne, so. Ich habe immer Angst, dass ihr was passiert und dass sie, ach, das war ja nicht schlimm, also. Ich möchte ohne Irmi nicht mehr sein. Kann ich auch nicht. Nee, will ich auch nicht mehr sein ohne Irmi. Und ja, ich liebe meine Irmi. Und ich liebe meine Ille. Ja, wir lieben uns nur mein Schatz. So. Und ich bin auch froh, dass es jetzt endlich öffentlich ist, weil immer, wenn wir Videos gemacht haben und ich habe mit Irmi gesprochen in den Videos und ich habe gesagt, Schatz, dann musste ich das ja immer rausschneiden. Also musste ich mir das Video immer doppelt. Also besonders gut angucken, um da nicht irgendwas zu vergessen und das brauche ich jetzt alles nicht mehr und wir sind ein Paar, wir bleiben ein Paar und wer damit Probleme hat, der tut uns dann leid, aber... Der kann gehen? Der muss er uns deabonnieren und wir sind nun mal ein Paar und wir möchten das auch nicht mehr verheimlichen und in unserem Umfeld wissen das alle, da ist... Da haben wir von Anfang an kein Geheimnis draus gemacht. Und da haben wir auch nur Positives erfahren. Ja, ne? Du bist in meiner Familie gut aufgenommen worden. Richtig. Alle lieben dich. Ja, und du in meiner Familie auch. Ja, weil meine Schwester waren. Zur goldenen Hochzeit, ja. Richtig. Nee, wunderbar. Also wir haben nichts Negatives bisher erfahren. Nie blöd angemacht worden, nie blöd angeguckt worden. Auch wenn wir in Urlaub waren, nirgendwo haben wir irgendwie... Ja, und jetzt wie bei der goldenen Hochzeit, das war nun wirklich auf dem Dorf. Ja, auf dem Dorf, wirklich auf dem Dorf. Auch da hat keiner blöd geguckt. Ja, gar nicht. Nein, gar nicht. Es muss auch in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Wir können heutzutage heiraten. Es sollte nicht mehr... als unnormal oder als... manche sehen als Krankheit. Als Krankheit sehen oder wie es ich weiß. Ja, musst du mal zum Arzt gehen, dann kriegst du die Pille, dann wirst du wieder geheilt. Ja. Nee, also mehr Toleranz und Akzeptanz und das ist
Ja, wenn du das Lied von Sarah Grunner hörst, Vincent kriegt keinen Hof, wenn er an Mädchen denkt, dass es in vielen Radiosendern nicht gespielt wird, weil halt, und daran sieht man noch, dass doch die Toleranz und die Akzeptanz doch nicht so hoch ist, wie immer vorgegeben wird, ne? Ja, oder nicht vorgegeben wird, sondern wie angegeben wird. Ja. Du gibst das, weil, das ja. Ja, das sollte eigentlich schon, man müsste darüber überhaupt nicht mehr sprechen sollen. Das ist, weil das wirklich normal ist. Es ist normal. Jeder darf lieben, wen er will. Das ist nun mal so. Man sollte sich dafür auch nicht schämen. Und wir schämen uns sowieso nicht. Wir haben uns von Anfang an haben wir dazu gestanden. Nach ein Händchen halten, laufen wir auch durch die Straßen. Da haben wir überhaupt keine. Wir küssen uns so unterwegs, wenn wir. Das ist ja jetzt nicht hier nicht so. So abschlabbern. So. Aber. Ja. Ist ein glücklicher Moment, den muss ich halt. Ja. Ein Küsschen. Ja. Das ist nun mal so. Und ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, genau. Wir sind ein Paar und wir sind sehr glücklich. Genau. Und bevor den andere outen, obwohl da war ich ja echt gespannt, dass das nicht gemacht worden ist, hätte man uns auch noch an Karren fahren können. Und, aber womit denn? Womit denn? Na, indem man sagt, die sind lesbisch oder so. Ja gut, hätte man sagen können, aber ich meine. Muss ich ihr hoch anrechnen? Rechnet ihr hoch an, dass sie das nicht preisgegeben hat? Oder vielleicht hat sie doch preisgegeben und wir wissen es nicht. Aber ist jetzt auch egal. Wir haben uns jetzt geoutet und wir hoffen, dass ihr alle bleibt. Und wer nicht bleibt, können wir nicht ändern. Dann müsst ihr gehen. Dann leben sie halt in einem. Dann leben die, wie es in irgendeiner Welt, die nicht real ist. 18. Jahrhundert. Ja, wir leben in einer realen Welt und wir sind glücklich und ja, wir sind so froh, dass wir nicht mehr, dass wir nicht hinterm Berg halten müssen, jedenfalls nicht im Internet, ne? Ja. Ja, das war es eigentlich von uns. Mehr gibt von uns ja nicht zu sagen. Das war jetzt unser Video dazu. Und endlich ist die Frage beantwortet und ihr müsst sie euch nicht mehr stellen. Aber uns würde mal interessieren, wer von euch das schon geahnt hat. Also der sollte sich dann bitte auch outen und in die Kommentare schreiben. Das habe ich gewusst. Ja, genau. Das würde uns jetzt echt mal interessieren. Ich habe es geahnt. Ja. Na, seid mal so ehrlich und schreibt bitte in die Kommentare, wer das von euch schon vermutet hat, geahnt hat. Na? In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Alle, die bleiben, dafür bedanken wir uns. Alle, die gehen, wünschen wir alles Gute. Und alle Neuen, die dazugekommen sind, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin die Ilde, du bist die Irmi und genau. Wir sind ein Paar. Genau. Wir sind lesbisch. Oh Gott. Homosexuell. Das ist, ja. Aber Lesben, dieses Wort möchten wir nicht hören auf unserem Kanal. Nein. Na? Nein. Okay, in diesem Sinne, was sagen wir? Tschüss. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up.